Die geilsten Kreditkarten sind entweder golden oder metal, pures Platin. Die American Express Gold Card gibt es aktuell immer noch mit dem Rekordwillkommensbonus von 50.000 Membership Rewards. Das klingt verführerisch, aber was ist eigentlich mit der guten alten goldenen Kreditkarte von Miles & More? Lass uns diese beiden Goldstücke mal genauer anschauen und vergleichen. Knallhart, eiskalt und furztrocken. Heute im True Miles Podcast. Hey, hallo und herzlich willkommen im True Miles Podcast mit Kai Berke und mir, Wolfram Kläger. Hier geht es ums Reisen und zwar um großartige Reisen, das so günstig wie möglich. In diesem Podcast lernst du, wie das funktioniert mit Business und First Class, wie du am besten Meilen sammelst, Prämienflüge bekommst und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Auf geht's! Das All-Time-High. Der Rekordwillkommensbonus für die Amex Gold Card hat dann doch einiges Aufsehen erregt unter Vielfliegern und sonstigen MeilensammlerInnen. Dafür ist es um das goldene Gegenstück, die Miles & More Gold Card, ziemlich still geworden. Das mag damit zusammenhängen, dass nächstes Jahr die herausgebende Bank wechselt, von der DKB zur Deutschen Bank, hatten wir schon mehrfach angesprochen, und niemand weiß, wie geräuschlos dieser Wechsel ablaufen wird. Aber auf der anderen Seite, eine Revolution ist äußerst unwahrscheinlich. Vielleicht werden wir Endkunden kaum etwas davon merken. Aber egal, heute jedenfalls mal. Das mal zur Seite geschoben, lass uns heute einfach mal beide Karten 1:1 gegenüberstellen, alle wichtigen Vor- und Nachteile abwägen und dann kommen wir hoffentlich ganz sachlich zu einer goldenen Gewinnerin. Der goldenen Kreditkarte, die für Vielfliegerinnen einfach am allerbesten ist, weil sie die größten und wertvollsten Vorteile hat. Hallo Kai. Hallo Wolfram, was denn mit dir los heute? Ich hatte heute Lust auf... Du klingst so euphorisch. Ich bin ja hier der Euphoriebeauftragte im Podcast. Hat ja, das stimmt. Einer muss ein bisschen für gute Laune sorgen von uns beiden. Ja, die schlechte bringst ja, du mit. Mr. Grumpy muss ein bisschen, muss ein bisschen eingenordet, ich merke schon. Na dann schieß mal los. Genau, es ist ja kein Geheimnis. Du bist nicht bloß Pessimist, du bist auch seit Jahren schon Amex-Fan. Du kennst alle Kreditkarten von American Express rauf und runter. Du hast sie alle oder hast sie mindestens gehabt und ein paar hast du immer noch. Ich weiß es ganz genau. Gibt es aus deiner Sicht irgendwas, was dich an der Miles & More Kreditkarte interessiert oder sogar überzeugt? Naja, es ist ja so, dass ich über Jahre immer gepredigt habe, jede Meilen-Kreditkarte, die es in Deutschland gibt, hat einen bestimmten Unique Selling Point, also einen USP. Bei Amex ist das eben die Tatsache, dass die unglaublich flexibel sind, ne, dass ihr die zu verschiedenen Vierfliegerprogrammen transferieren könnt, zu 11 an der Zahl. Bei der Eurowings-Kreditkarte ist es die einzige Kreditkarte, die keine Fremdwährungsgebühren kostet und deshalb für den Auslandseinsatz hervorragend geeignet ist. Und bei Miles & More habe ich bisher immer gesagt, das ist die Kreditkarte, die einzige von den Meilen-Kreditkarten, die eben Revolut-fähig ist. So, das war also über Jahre der Unique Selling Point der Miles & More Kreditkarte. Das war's. Das gibt's jetzt nicht mehr. Das ist in den Logos gewandert. Was bleibt ansonsten noch von der oder bei der Miles & More Kreditkarte? Was hat die sonst noch, was andere Kreditkarten nicht haben? Da fällt mir dann immer noch so der Meilenschutz ein. Mit dem kommen ja viele immer um die Ecke. Das sind überwiegend die Leute, die eben auch zu... Das ist wichtig für Leute, die es eben nicht schaffen, in 36 Monaten einen Prämienflug zusammenzubekommen. Für alle anderen ist es nicht wichtig. Ja. Ne? Normalerweise, wenn du so alle 36 Monate mal einmal deine Meilen noch einlöst, und das ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig schwer. Und dann brauchst du den Meilenschutz im Grunde genommen nicht. Es ist eben das Problem bei uns Deutschen, dass wir uns einfach zu gerne auf die Meilen drauf hocken. Ne? Wir sind alle Meilen-Eichhörnchen. Wir sammeln und sammeln und sammeln und geben sie nicht aus. Das führt dann dazu, dass der Meilenschutz zu einem Thema wird. Ja, und leider wird ein bisschen unterbelichtet, dass das Risiko natürlich von Jahr zu Jahr steigt, dass die Meilen dann wieder entwertet werden. Dann hat man da ewig gesammelt und kriegt dann am Schluss einfach viel weniger, als man... Ist ja gerade passiert, ne? Gerade letzte Woche passiert. Und das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Die Fahnenstange ist noch lang dieses Jahr. Das ist zu befürchten, ja. Aber dass da noch was passiert. Glaskugel haben wir natürlich nicht. Muss jeder selber ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Was ist denn dann der allergrößte Vorteil, wenn man die goldene Amex mit der goldenen Miles & More vergleicht? Was ist der allergrößte Vorteil aus deiner Sicht? Wir werden gleich sehen, wenn wir tatsächlich mal in die Substanz gehen und ebenso die Vorteile miteinander vergleichen. Einzeln. Dass das, wie ich immer gerne sage, ein ziemlich dünnes Höschen ist. Ne? Denn das ist mit den Vorteilen
ist das nicht. Schön, dass wir das wieder im Spiel haben. Mit den Vorteilen ist das ja jetzt nicht so satt. Es ist ja nicht so, dass die beiden Karten aufgepumpt sind mit jeder Menge tollen Features, die man jeden Tag überall braucht. Sondern im Grunde genommen kommen die MX-Karten, insbesondere die Platinum und die und noch viel mehr die Goldkarte, kommen eben über den Willkommensbonus und eben über den Rekordbonus. Ja. Kann man ja nicht oft genug sagen. Also die MX Goldkarte, die lebt von diesem Wahnsinnsbonus. Vorher schon die 40.000 waren grandios und jetzt die 50.000 sind natürlich ein Knaller. Wir werden gleich sehen, viel, viel mehr, also so richtig viel mehr Dinge, die man auch wirklich täglich gebrauchen kann, hat die MX Gold eigentlich gar nicht. Ne? Bloß nicht weitersagen. Ne? Wir wollen ja den Influencern nicht das Geschäft versauen. Es kann ja trotzdem sein, dass schon der Willkommensbonus alleine die Beantragung der Karte rechtfertigt. Das kann nicht nur sein. Ich finde, das ist so. Im Grunde genommen nehme ich jetzt damit das Fazit schon vorweg. Aber schauen wir uns gleich einfach mal an, was wir da bekommen. Also wenn du jetzt keine Zeit hast, das Video ganz zu Ende anzugucken, dann kannst du jetzt auch gleich auf den Link in der Description klicken und dir die Goldkarte von MX holen. Ja. Da gibt es nämlich noch einen Link, unseren Affiliate-Link. Wir erhalten eine kleine Provision. Stimmt. Der Unterschied zu den Miles & More Kreditkarten, insbesondere zu der Goldcard, ist eben, dass die zwar auch immer mal wieder mit einem Willkommensbonus kommt. Und ich habe so ein bisschen im Verdacht, der letzte Willkommensbonus für die Goldcard war letztes Jahr im Herbst. Der ging bis zum 31.10. Es wäre jetzt mal wieder fällig. Ich glaube, es wäre mal wieder dran. Das kann also gut sein, dass jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten da was passieren würde und es wieder einen höheren Willkommensbonus gibt. Und der ist, anders als bei der American Express-Karte, ist der zwar deutlich niedriger, dafür ist er aber bedingungslos. Also man braucht keinen Mindestumsatz schaffen dafür. Das heißt, die gibt es tatsächlich geschenkt. Dafür, ja, also es ist ein permanentes Hin und Her. Dafür ist die Neukundendefinition bei Miles & More strenger. Das heißt, als Neukunde gilt bei Miles & More nur, wer in den letzten 12 Monaten keine Miles & More Kreditkarte hatte. Das heißt, wenn ihr eine Blue Card habt, dann seid ihr für den Willkommensbonus bei der Gold Card schon gesperrt, ne, den gibt's dann nicht. Das ist jetzt ja bei Amex seit dieser Aktion wieder anders. Die hatten ja auch da ein bisschen hin und her probiert und jetzt ist es eben wieder so, dass man auch andere Amex-Karten besitzen kann und trotzdem eben diesen Riesenbonus da abgreifen kann. Da ist also klarer Vorteil für Amex an dem Punkt. Ja, aber da komme ich wieder mit meiner privaten Glaskugel ins Spiel. Ich würde denken, dass die Deutsche Bank jetzt Tag und Nacht drüber nachdenkt, mit welchem furiosen Willkommensbonus sie in das Geschäft einsteigen, wenn sie das übernehmen. Das soll ja Mitte nächsten Jahres schon soweit sein. Vielleicht bereiten die da einen richtigen Knaller vor, Kai. Ja, klar. Wenn du dran glaubst, dann will ich dir das jetzt nicht versauen, ne? Um Gottes Willen. Sonst sieht das immer so aus, als würde ich hier die Party kaputt machen. Ja, man weiß ja nie so recht, was man bei der Deutschen Bank erwarten kann. Wir wollen es ja realistisch halten. Ja, also die werden natürlich zu Beginn, glaube ich, zur Einführung, kann ich mir auch vorstellen, müssen die ja mit irgendwas um die Ecke kommen. Die können ja nicht einfach so anfangen und sagen, hey, hallo, wir sind's jetzt und wir machen das jetzt. Ne? Erwartet bloß nicht zu viel, vor allen Dingen kein Kundenservice. Nee, da wird schon was kommen. Insofern ist ja auch die Überlegung, dass wer jetzt noch eine Miles & More Kreditkarte hat, die er jetzt gar nicht mehr braucht, weil er die eigentlich immer nur für Revolut verwendet hat, die vielleicht jetzt zu kündigen, damit man dann für diesen Superbonus, wenn dann irgendwann die Deutsche Bank nächstes Jahr übernimmt, dann auch wieder in der Lage ist. Ne? Muss jeder eben mal gucken. Ein bisschen spekulieren möglicherweise. Ja. Ich glaube, dass auch vor der Deutschen Bankübernahme nächstes Jahr, dass es nochmal einen guten Bonus geben wird. Und das wird jetzt auch gar nicht mehr so lange, glaube ich, gar nicht mehr so lange dauern. Okay, lassen wir mal die Glaubensfragen zur Seite. Haben wir jetzt schon alles rausgehauen? Gehen wir jetzt mal wirklich wie versprochen die Vorteile durch. Systematisch fangen wir mit dem Versicherungspaket an. Kai, welche der beiden Karten hat das bessere Versicherungspaket? Weil eine Kreditkarte ist ja gut und schön, aber eine richtig schöne Kreditkarte, vor allem die goldenen und erst recht, wenn es dann Richtung Metal und Platin geht, die protzen ja noch mit diesen ganzen zusätzlichen Leistungsmerkmalen, wie zum Beispiel eben ein Versicherungspaket. Welche Karte hat das bessere Versicherungspaket? Gucken wir uns mal das Amex-Reiseversicherungspaket an. Das kommt daher mit einer Reiserücktrittskostenversicherung, einer Auslandskrankenversicherung, einer Verkehrsmittelunfallversicherung, können wir schnell wieder vergessen, das ist so ziemlich das Wertloseste, kommt mit einem europäischen Kfz-Schutzbrief, das ist so eine Art ADAC für unterwegs, also wenn man nicht gerade zu Hause ist, es muss eine Reise sein, ne? Gilt europaweit und dann gibt es eben diese Komfortversicherung, die es auch bei der Platinum gibt, die einem Schutz bei Flug- oder Gepäckverspätung bringt. Ne? Also wenn Flug verspätet ist oder Flug gecancelt ist und man dadurch eben länger unterwegs ist als geplant und man muss sich dann irgendwelche Sachen kaufen, weil man kein frisches Shirt mehr hat oder noch eine Zahnbürste, dann kann man eben die Kosten für diese Sachen über
über diese Versicherung abrechnen. Und das ist, habe ich auch immer für totalen Quatsch gehalten, aber ich habe sie dann letztes Jahr auch selber tatsächlich mal gebraucht, weil eben doch viel schief gegangen ist, so seit Corona. Ist an den Flughäfen ja das komplette Chaos mitunter ausgebrochen, das Gepäck kommt mitunter zu spät oder gar nicht. Mhm. Und da sind diese Versicherungen tatsächlich eine gute Geschichte. Demgegenüber steht bei Miles & More das Reiseversicherungspaket mit auch einer Auslandskrankenversicherung. Machen wir einen Haken dran, ist genau wie auch bei der Amex. Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung hat die Amex auch. Und dann gibt es die Mietwagen-Vollkaskoversicherung. Die hat die Amex Gold nicht, die hat nur die Platinum. Und es gibt die Quarantänekostenversicherung. Die ist mittlerweile, also für uns ist ja Corona inzwischen schon ewig lange her und kaum jemand kann sich noch daran erinnern, wie das war, als man bei einer Reise befürchten musste, dass man irgendwo ankommt, getestet wird, positiv getestet wird und dann zwei Wochen in eine Zwangsquarantäne gesteckt wird in einem Krankenhaus, wo dann eben Kosten auf einen zukommen. Mhm. Insbesondere Thailand war da durchaus. Oder ins Hotel. Die Leute wurden ja teilweise in Hotels gesteckt dann für 14 Tage. Genau, und das musste man dann eben bezahlen. Und da gab es schon seit Ende 2021 gab es diese Quarantänekostenversicherung und die hat Miles & More jetzt, wo sie billiger geworden ist, weil sie kaum noch benötigt wird, hat sie die dann einfach drin gelassen. Die sollte eigentlich auslaufen Anfang 2023 und ist dann immer verlängert worden um ein Jahr und jetzt gilt sie wieder bis 31.03.2025. Also falls nochmal ein Corona-Ausbruch ist, wir haben hier im Moment in Thailand gerade ziemlich massiv mit Corona zu tun wieder, so eine neue Subvariante, die fürchterlich ansteckend ist, dann ist diese Quarantäne Kostenversicherung vielleicht ganz interessant. Was jetzt im Detail wichtig ist, ist, dass die Auslandskrankenversicherung bei Miles & More nicht an den Karteneinsatz gebunden ist. Das heißt, ihr müsst die Reise nicht mit der Karte bezahlt haben, sondern sie gilt davon unabhängig. Das ist bei Amex anders. Bei Amex müsst ihr eben die Reise oder mindestens Reisebestandteile mit der Karte bezahlt haben. Die Höchstdauer, die Höchstreisedauer, die abgedeckt ist, ist bei Miles & More 90 Tage. Das ist top. Ich meine, das war bei Amex vor ein paar Jahren auch mal noch 90 Tage, auch bei Eurowings waren es 90 Tage. Eurowings auf 42 runtergeschrumpft und Amex jetzt auf 62, glaube ich. Also 62 Tage seid ihr bei Amex am Stück abgesichert und 90 Tage bei Miles & More ist für Leute, die einfach mal pauschal für ein paar Wochen in Urlaub fahren, nicht das Thema, ist eher sowas für Leute, die eben mal länger unterwegs sind. Dann gibt es einen Selbstbehalt bei American Express. Das ist das, was mich da am meisten immer abschreckt und was die Karte im Grunde genommen dann auch für den normalen Einsatz im Urlaub nicht wirklich brauchbar macht. Ne? Also ihr zahlt 10% der Rechnung zahlt ihr selbst, mindestens aber 100 Euro. Das heißt, alles, was bis 100 Euro, jede Arztrechnung, die ihr habt, die so bis 100 Euro geht, und da kriegt man hier in Thailand zum Beispiel schon eine ganze Menge für 100 Euro, das müsst ihr alles selber bezahlen. Erst ab 100 Euro übernimmt Amex dann überhaupt Teil der Kosten. Insofern ist die Amex-Versicherung tatsächlich in erster Linie eine Absicherung gegen so schlimme Geschichten. Ne? Also einen Unfall haben und ins Krankenhaus kommen und dann 14 Tage operiert werden müssen oder solche Geschichten. Das deckt dann eben die Amex ab, auch zuverlässig. Aber so für das, was einem im Urlaub mal so passieren kann, dass man mal krank wird und vielleicht mal ein, zwei Tage flach liegt, ein paar Medikamente braucht, da hilft die Amex nicht wirklich. Die Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung, die sind von den Bedingungen her ungefähr vergleichbar, haben die gleiche Abdeckung von 5.000 Euro, haben auch die gleiche Selbstbeteiligung, nämlich genau wie bei Amex, 10% mindestens 100 Euro. Da gibt es also keinen so riesengroßen Ausschlag zur einen oder zur anderen Seite. Yeah. Mietwagen-Vollkasko hat die Amex eben nicht, deshalb ist da die Miles & More Kreditkarte klar im Vorteil. Dafür hat die Miles & More Kreditkarte eben diese Komfortversicherung mit der Gepäck- und Flugverspätung nicht. Quarantänekostenversicherung hat nur die Miles & More, aber das ist jetzt kein Killer-Argument. Also da kann man sagen, die ist jetzt im Moment jedenfalls offensichtlich nicht mehr ganz so wichtig. Zusammenfassend. Wer jetzt schon weiß, dass er unbedingt demnächst mal günstig in die Quarantäne will. Ja, aber wer will das schon? Ich habe mir das angetan. Ich bin 2021, Anfang 2021, gleich als die Grenze aufgemacht hat, bin ich nach Thailand und habe 16 Tage im Hotel gesessen. Mir dreimal Stäbchen in die Nase schieben lassen. Immer mit der Angst, dass da ein positiver Test rauskommt und ich dann nochmal um 14 Tage verlängern muss. Ja, das wollen wir alle nicht. Ne? Da hat ja keiner wirklich Bock drauf. Ja, das ist wie Knast, oder? War ein schönes, großes Zimmer, war eine Suite mit also ein Apartment regelrecht. Aber trotzdem, wenn du nicht raus kannst, du kannst einmal am Tag für eine Stunde auf die Dachterrasse und dann auch nur mit noch einem anderen Patienten und man darf sich dann auf 10 Meter, da waren alles haargenau abgemessen, wer wo laufen durfte und so. Also zum Kotzen war das. Ne? Naja. Man hat es wirklich schon wieder komplett verdrängt, was wir für absurde Jahre hinter uns gebracht haben mit diesem ganzen Zirkus. Also Fazit, leichter Vorteil für die Miles & More-Karte. Was das Paket angeht, da sind die besser. Wie sieht es sonst aus?
Was kann man außer Auslandskrankenversicherung noch, was kann man vergleichen bei den beiden? Naja, bei der Miles & More-Karte würde man ja erwarten, dass die auch mit einer Reihe von Miles & More-spezifischen Vorteilen irgendwie um die Ecke kommt. Also irgendwelche Vorteile im Programm bringt, ne, einen Status oder was. Es gibt ja in den USA, kriegst du ja mit jeder Kreditkarte gleich ein Wurstpaket und einen Status bei der Airline mit dazu. Das ist in Deutschland leider Gottes nicht so. Tatsächlich ist der einzige programmspezifische Vorteil bei der Miles & More-Karte, die ihr das hier umwandeln könnt, Prämienmeilen und nur Prämienmeilen, die mit der Karte generiert wurden, in Statuspunkte. Haben wir auch schon mal eine Frage zu in der Q&A gehabt, wo jemand gefragt hat, ob sich das lohnt in seinem speziellen Fall. Also ihr könnt bis zu 25.000 Meilen, die ihr eben mit der Karte generiert haben müsst, in 100 Qualifying Points umrechnen. Das klingt erstmal nach einem schlechten Deal. Mhm. Und ich würde auch sagen, es ist ein schlechter Deal. Aber wem nun gerade die 100 Qualifying Points fehlen, ne, zum Senator Ende des Jahres. Für den ist es der Knaller. Allerdings, also man geht so ein bisschen schnell darüber hinweg. So 25.000 Meilen mit der Karte, ja, easy peasy. Ne? Das heißt, ihr müsst mit der Karte dann im Jahr auch 50.000 Euro mindestens ausgegeben haben. Und da man ja nicht immer nur Ausgaben hat, die genau durch zwei teilbar sind, sondern man gibt dann eben mal 6,99 aus, ne, dann sind 99 Cent ausgegeben, ohne dass ihr dafür Meilen bekommen habt. Und das summiert sich ja auf. Das heißt, rechnet mal eher damit, dass ihr 55.000 bis 60.000 Euro im Jahr ausgeben müsst mit der Kreditkarte. Und das muss man erstmal machen. Also ich hätte das nie hingekriegt, selbst mit Revolut nicht. Und deshalb scheint mir das auch wirklich nur was für einen relativ geringen Personenkreis oder Kundenkreis zu sein, diese Geschichte. Für echte Vielflieger mit Lufthansa. Ja. Wenn ich das jetzt mal in Relation setze, also diesen Vorteil, näher an den Status heranzukommen, um 100 Punkte mich daran zu robben, wenn ich das mal vergleiche mit dem Vorteil, den man bei Amex hat, nämlich dem grundsätzlichen Vorteil dieses Membership Rewards Programms, bei dem ihr eben Punkte für Umsätze sammelt und mit diesen Punkten dann eine unglaubliche Wertschöpfung erzielen könnt, je nach Airline und je nach Einlösung, dann wäre mir da natürlich die Amex-Karte lieber. Wobei man natürlich sagen muss, dass man dafür im Zweifel nicht die Amex Gold braucht, denn das Membership Rewards Programm bekommt man ja auch mit der Amex Green oder kann man sich bei der Amex Blue dazu buchen. Also das kann man im Zweifel eben auch billiger haben. Deshalb hängt der Vergleich ein kleines. Ansonsten gibt es eben bei der Miles & More Karte den Meilenschutz. Da muss ich dann das Gleiche einwenden, was ich gerade bei Amex gesagt habe. Den gibt es auch schon bei der Blue Card. Ne? Das war früher war es noch so, dass man mit der Blue Card mindestens 1500 Meilen machen musste, also mindestens 3000 Euro Umsatz im Jahr. Und dann galt erst der Meilenschutz. Mittlerweile ist diese Regel abgeschafft worden. Das gilt genau wie bei der Gold Card der gleiche Meilenschutz. Ne? Also von dem Tag an, an dem ihr die Karte habt, sind eure Meilen, da können eure Meilen nicht mehr verfallen. Und zwar so lange, bis ihr die Karte kündigt. Und wenn ihr sie kündigt, dann bekommen die Meilen nicht am Tag der Kündigung nochmal wieder 36 Monate, sondern dann wird das alte Verfallsdatum eurer Meilen wieder eingesetzt. Und das kann dann natürlich knapp werden. Na, wenn ihr die Karte 3 Jahre gehabt habt und in den 3 Jahren keine Meilen eingelöst habt, dann würden die Meilen eben schon von dem Verfall bedroht sein. Dann gibt es diese Grace Period. Die habe ich jetzt dieses Mal in den Q&As haben wir das Thema Meilenverfall ja schon oft gehabt. Was passiert denn, wenn ich die Karte kündige? Und dann hatten wir aber die Regel gar nicht so richtig zur Hand. Jetzt habe ich sie mal nochmal nachgeschlagen. Also es ist so, dass wenn ihr die Karte kündigt, dann gilt vom Tag der Kündigung an eine Grace Period von 3 Monate über das Quartalsende hinaus. Also nehmen wir mal an, eure Karte wäre jetzt gekündigt zum 31.05., zum Ende diesen Monats. Dann wäre das Quartalsende der 30.06. und dann nochmal 3 Monate. Dann müsstet ihr also bis zum 30.09. eure Meilen ausgegeben haben oder sie verfallen dann spätestens. Dann gibt es, wie gesagt, habe ich das im kleinen Finger, dass da bald nochmal wieder eine Aktion mit einem höheren Willkommensbonus bei Miles & More kommt. Und wenn so eine Aktion kommt, das ist jetzt ja auch ein Video, das so ein bisschen zeitlos sein soll und gar nicht so sehr auf bestimmte einzelne Promotions aus ist. Während solcher Promotionszeiträume ist es dann meistens eben auch so, dass ihr 2 Voucher für Loungezugang noch zusätzlich bekommt. Die gibt es bei normaler Beantragung nicht, sondern das ist dann auch nochmal on top während einer Promotion. Die gelten dann nur in Lufthansa-Lounges und sind natürlich nur attraktiv für Passagiere der Economy und für Leute, die kein Star Alliance Gold oder mindestens einen Frequent Traveler Status haben. Denn mit einem Status habt ihr den Loungezugang ja kostenlos und mit einem Business Class Ticket auch. Insofern helfen diese Lounge Voucher eben nur Leuten ohne eben Business Class oder Status. Und Voucher, um das ganz klar zu machen, sind einfach Gutscheine, die man dann einlösen kann. Genau, zwei Eintrittskarten. Ein Voucher für einen Zugang.
Eintrittskarten für die Lounge. Genau. Hat die Amex Gold irgendwas Vergleichbares? Nö. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil die Amex Gold ja nicht von einem Vierfliegerprogramm herausgegeben wird, sondern sie arbeiten mit Vierfliegerprogrammen als Transferpartner zusammen. Haben wir letzte Woche eine Folge zu gemacht, wo wir die ganzen Transferpartner mal vorgestellt haben. Aber da gibt es bei der Amex Gold gibt's da nichts. Die hält sich da vornehm zurück mit den Vorteilen. Dabei, die Karten liegen ja preislich, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber preislich liegen die ungefähr gleich auf. Also die Amex Gold ist mit 12 Euro im Monat dabei und die Miles & More Gold ist mit 11,50 Euro fast so teuer wie die Amex. Aber die Amex Gold, die hat doch bestimmt noch einen ganzen Sack voll Vorteile über Partner. Ja, also wir haben ja auch erst kürzlich wieder gehabt, wir haben 11 Vielfliegerprogramme alleine als Partner, wir haben 3 Hotelketten als Partner. Das ist ja eine ganze Menge Holz, oder? Das ist eben der Grundvorteil, den alle Amex-Karten haben, ist eben dieses Membership-Rewards-Programm und die Möglichkeiten, diese Punkte dann eben zu Meilen zu machen. Das ist der generelle Vorteil, den American Express hat, egal welche Farbe deine Karte hat. Wenn wir jetzt auf die Goldkarte gucken und uns angucken, was gibt es da noch für Vorteile? Man würde ja erwarten, ne, bei der Amex Platinum, da gibt es 5 verschiedene Guthaben, Reiseguthaben, dann gibt es dieses Six Ride Guthaben, dann gibt es ein Entertainment Guthaben, dann gibt es ein Restaurant Guthaben, dann gibt es dieses komische Shopping Guthaben bei Mr. Porter, dann gibt es Hotelstatus, dann gibt es Mietwagenstatus, dann gibt es also ein Füllhorn an Vorteilen. Unser meistverkauftes, also meistgegucktes Video blenden wir gar nicht mal wieder ein. Wir haben über 7000 Aufrufe auf dem Video. Amex Platinum gibt es im Moment ja auch mit 65.000. Das geht so ein bisschen unter, weil es kein Rekordbonus ist. Kein Rekordbonus. Aber 65.000 für die... Du solltest den Zettel laminieren lassen. Ich glaube auch. 65.000 sind eben für die Platinum auch ein guter Bonus. Das sollten wir nur noch mal so am Rande gesagt haben. Die Amex Gold hat nichts... Also wir haben auch dafür einen Link in der Description. Genau. Wollte ich auch nur noch mal sagen. Die Amex Gold hat nichts dergleichen. Die hat kein Guthaben, die hat keinen Status, keine Statusvorteile, die hat keine Mietwagenvorteile, die hat keine... gar nichts. Mietwagenvorteile hat sie doch, aber eben keinen Mietwagenstatus. Die Vorteile, ich ratter sie gleich mal runter. Mein Eindruck ist, das sind so Vorteile, die so ein bisschen die Liste länger machen sollen. Und dann, wenn man so eine Vorteilsliste sieht, in einem Artikel oder eben auf der Webseite, dann ist man beeindruckt, wie lang die ist. Und dann sagt man sich, wow, da gibt's ja richtig ein richtiges Paket. Ne? Aber wenn man sich das dann anguckt. Und wer studiert das schon im Einzelnen? Genau, das kann man ja machen, wenn man sie bestellt hat. Ich will sie ja erstmal haben. Und dann kann man im Nachhinein ja nochmal gucken, was habe ich denn jetzt eigentlich da gekauft. Fangen wir mit der Amex Gold an. Was es da eben noch an Zusatzvorteilen gibt, das sind Vorteile bei Mietwagenpartnern. Ihr bekommt bei Sixt Autovermieter bekommt ihr den Goldstatus. Ja, bei der Platinum-Karte gibt es den Platinum-Status bei Sixt und bei der Goldkarte gibt es den Goldstatus. Was bringt er euch? Ja, nix. Also, 10% Rabatt auf die von Sixt veröffentlichten Preise. Bucht ihr den Mietwagen über billigermietwagen.de, dann habt ihr 20% gegenüber den von Sixt veröffentlichten Preisen. Na, also das geht immer günstiger als das, was die Hersteller da oder die Vermieter tatsächlich selber fordern. Bei Avis habt ihr 15% und einen Gutschein auf ein Fahrzeugupgrade. Ja, zu Fahrzeugupgrades bei Avis könnte ich auch stundenlang Geschichten erzählen. Vielleicht gerne mal wieder in die Kommentare schreiben. Ich will mich da auch immer so ein bisschen ermutigen lassen, mal wieder von Leuten, die mal so ein Upgrade bekommen haben. Ich habe nie eins bekommen bei Avis, nie. Obwohl ich Status hatte auch oder Status hätte haben müssen. Den Status hat man mir auch nicht wirklich. Also Kai, hört mir auf mit Avis, will ich damit nur sagen. Kai, wir machen mal ein Video. Ja, nee, lieber nicht. Das kriegen wir wieder mit den Werberichtlinien von YouTube Ärger und das will ich ja auch nicht. Bei Hertz, also bei Hertz, sagen wir es mal, gibt es ebenfalls Rabatte bis zu 15%. Aber also diese Rabatte bei den Mietwagenfirmen, wenn man eben das ist. Ne? Dann gibt es einen Rabatt auf Priority Pass. Da wird man hellhörig, weil Priority Pass ist was positiv besetzt ist, auch durch die Platinum-Karte. Da gibt es ja 2 Prestige Priority Pässe umsonst, wo man dann irgendwie das ganze Jahr kostenlos in die Lounge gehen kann. Aber Rabatte auf den Verkaufspreis, den Priority Pass üblicherweise verlangt, bringt halt auch nichts. Gerade für den Prestige Pass, der kostet inzwischen 469 Euro. Da zahlt ihr dann also auch über 300 Euro rabattiert, dann seid ihr in Schlagdistanz zu einer Platinum-Karte. Ne? Also wenn ihr wirklich meint, ihr bräuchtet einen Priority-Pass in der Prestige-Ausführung, dann zahlt eben noch ein paar Euro mehr und nehmt dann die ganzen anderen Guthaben noch mit und gönnt euch eben die Platinum-Karte. Ne? Da macht es keinen Sinn, sich dann irgendwie einen rabattierten Priority-Pass für 350 Euro oder so zu kaufen. Und dann gibt es eine kostenlose Partnerkarte. Das ist ein Vorteil auch gegenüber der Miles & More-Karte, die, glaube ich, keine kostenlose Partnerkarte beinhaltet.
haltet. Ist es jetzt ein wirklicher Vorteil? Ich persönlich rate den Leuten ja immer, ich habe die Diskussion, haben wir gerade wieder in den Kommentaren unter einem Video gehabt, wo jemand eben auch gesagt hat, naja, aber die ist ja, haben ja kostenlose Karten. Dann sage ich immer, es ist doch besser, wenn der Partner, dem du da diese kostenlose Karte besorgst, dass du den wirbst, dass der nochmal eine Hauptkarte bekommt. Dann kriegst du nochmal 50.000 Punkte für die Werbeprämie und der Hauptkarteninhaber dann eben auch nochmal 50.000 Punkte und das Ganze kostet euch 144 Euro im Jahr. Vorausgesetzt, der Partner kann auch tatsächlich 4.500 Euro Umsatz, Mindestumsatz schaffen in den ersten 6 Monaten. Ja, ne, also dann macht es keinen Sinn, eine kostenlose Partnerkarte zu bestellen, sondern dann würde ich noch eine Hauptkarte bestellen, 144 Euro auf den Tisch legen und die ganzen Punkte mitnehmen dafür. Ja, das sind schon die Vorteile, die es bei der MX Gold gibt. Das war's schon. Vergleichen wir das nochmal mit den Restvorteilen bei Miles & More. Da gibt es auch bei Avis, sind ja auch Partner von Miles & More, bekommt ihr den Preferred Plus Status und einen Gutschein für eine Wochenendmiete. Die habe ich auch noch offen. Avis, die Wochenendmiete. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre man das im Zweifel einklagen kann. Ist das, kann man das 30 Jahre? Ist BGB oder sind es 3 Jahre? Naja, ist wahrscheinlich lange vorbei bei mir. Also es ist nur ein Wochenende, nicht jedes Jahr. Einmal Wochenende und ich nehme auch an, dass das Wochenende dann Samstag, Sonntag ist und nicht Freitag, Samstag, Sonntag. Ne? 15% Rabatt auf einen Einkauf im World Shop. Ich sage ja immer, dass es keinen Sinn macht, im Worldshop Meilen einzulösen, weil die Meilen da einfach keinen Wert entfalten. Eben. Aber dass es da durchaus Artikel gibt, die mitunter interessant sein können. Es muss jetzt nicht der Toaster sein, der 45.000 Meilen kosten soll. Und da meinst du, 15% macht einen Unterschied? Wahrscheinlich nicht, aber wer ohnehin im Worldshop einkauft, und ich kann das verstehen, wenn das Leute machen, weil die ab und an tatsächlich gute Artikel haben, Okay. Kann man ja den Rabatt mitnehmen. Dafür würde ich mir nicht die Karte bestellen, aber wenn man den Rabatt hat, dann warum nicht? Hm. Dann gibt es seit letztem Jahr gibt es 3x1 GB Datenvolumen oder über FlexiRoam. Das ist einer von diesen Mobilfunkanbietern, eSIM-Kartenanbietern für mobiles Surfen im Ausland. Also ihr bekommt für 3 Reisen ins Ausland, bekommt ihr jeweils 1 GB Datenvolumen. Dafür müsst ihr dann einen Vertrag mit FlexiRoam abschließen. Und ich weiß gar nicht, ob das nur über eSIMs läuft oder ob das auch mit einer normalen SIM-Karte funktioniert. Das weiß sicherlich der ein oder andere Lufthanseate, der uns das dann mal in die Kommentare schreibt. Das Problem ist, dass man dann, wenn man bei FlexiRoam hängt, dass man dann ja auch bei denen bleiben muss, wenn das Gigabyte alle ist oder nicht muss, aber wahrscheinlich macht. Und dazu muss man eben wissen, dass FlexiRoam von den, mindestens bei den eSIM-Kartenanbietern, der teuerste ist, so von den großen populären. Da gibt es Eralo, da gibt es MobiMeta, da gibt es, wer ist der dritte, Nomad. Und die sind alle viel, viel, viel günstiger als FlexiRoam. Deshalb ist das 1 GB eine schöne Sache. Wenn man ein Wochenende nach Dubai fliegt, dann kann das Sinn machen, aber ich würde da keinen weiteren Tarif dann bestellen, sondern ich würde dann versuchen, auch wirklich nur das Gigabyte zu verbrauchen. Dann hat Miles & More letztes Jahr ebenfalls aufgerüstet, 2 Bargeldabhebungen im Ausland sind kostenlos. Normalerweise kosten die Bargeldabhebungen bei Miles & More genau wie auch bei Amex viel Geld. 2x im Jahr könnt ihr im Ausland Bargeld kostenlos abheben. Das Problem ist, wenn ihr das im Nicht-EU-Ausland macht, also im Nicht-Euro-Ausland, genauer gesagt, dann bleiben halt immer noch die Fremdwährungsgebühren von Miles & More. Die fallen dann weiter an. Deshalb, es macht nicht so richtig viel Sinn, mit der Karte im Ausland Geld abzuheben. Punkt. Ne? Also auch das ist ein Vorteil, wo man im Grunde genommen gleich einen Haken hintermachen kann. Ja, vor allem 2 Abhebungen im Jahr. Ja, es gibt ja Leute, die vielleicht auch noch einmal in Urlaub fahren und dann sind 2 Abhebungen ja vielleicht auch ausreichend. Aber ja, also das war's schon. Wie ich schon eingangs gesagt habe, das wird ein ziemlich dünnes Höschen und ich glaube, dass man das wohl leider so sagen muss. Ich spüre das ja jetzt auch so. So richtig begeistert. Also ich habe dich schon begeisterter gehört. Das mit den beiden Karten, die beiden Goldkarten, also verkauft hast du mir jetzt keine. Nee, würde ich auch nicht. Mit den Vorteilen, die wir aufgelistet würde haben. Würde ich auch nicht machen. Von den Vorteilen ist die Miles & More Kreditkarte meines Erachtens ein Stück weit voraus, liegt die vor der Goldkarte. Und dafür ist natürlich der Willkommensbonus mit der MX Gold jetzt gerade während der Aktion 50.000, aber auch während anderer Aktion mit 40.000, das ist immer noch gut. Das ist der Gamechanger. Ne? Also ich glaube, dass die Karte sich alleine wegen des Bonus, wir brauchen ansonsten keinen einzigen Vorteil. Alleine wegen des Bonus lohnt es sich, 144 Euro auszugeben, um die 50.000 Punkte mitzunehmen. Immer mal vorausgesetzt, man schafft den Mindestumsatz. 4.500 Euro in den ersten 6 Monaten. Das scheint mir anders als bei der Platinum Card, wo es 10.000 Euro in den 6 Monaten sind. Das scheint mir das zu schaffen. Das stellt einen nicht vor so riesengroße Herausforderungen in 6 Monaten. Das ist möglich. Und das macht sie am Ende doch das charmant. Das ist dann, würde ich die MX Gold über die Haltefrist, also über das Jahr hinaus behalten, ziemlich sicher nicht.
nicht. Dafür sind die Vorteile einfach zu dünn. Ich frage mich auch, und ich habe das auch tatsächlich schon mal da jemanden gefragt von Amex, warum die nicht wenigstens einen dicken Vorteil mit auf die Karte draufpacken. Denn das wird ja nicht nur mir so gehen, dass ich den Eindruck habe nach einem Jahr, so richtig bringt mir die Karte jetzt eigentlich gar nichts mehr, außer dass sie mehr kostet, viel, viel mehr kostet als die Amex Green, die im Grunde genommen das gleiche Produkt ist oder die mir die gleichen Vorteile, die ich brauche, auch tatsächlich bietet. Also wenn Amex da einen dicken Vorteil reinpacken würde, ich kann schon verstehen, dass man in eine Karte für 144 Euro kein Reiseguthaben für 200 Euro reinpacken kann, aber irgendein Ding, sei es, dass es eben für einen Euro nicht 1,5 Punkte gibt mit dem Turbo, sondern 2 Punkte zum Beispiel. Irgend so eine Sache, die es eben nur mit der Amex Gold gibt und wo die Leute dann eben auch einen echten Vorteil spüren, dann wäre das eine Karte, die man eben auch über das Jahr halten würde, unabhängig vom Willkommensbonus vielleicht sogar. So ist es eben eine Geschichte für ein Jahr und dann reicht's auch. So ähnlich ist es eben bei der Miles & More. Für viele ist der Meilenschutz relevant. Wer das brauchen kann, der soll sich meines Erachtens die Blue Card holen. Wer keine andere Kreditkarte mit so einem Versicherungspaket hat, da ist das Versicherungspaket nicht schlecht, würde ich sagen. Kann man denn also auch mitnehmen, aber die meisten haben ja, es kommt ja heutzutage, jede Kreditkarte kommt irgendwie mit Versicherungsleistungen daher. Die zwei Lounge-Voucher sind natürlich auch, wenn man die wirklich braucht, ist so ein Lounge-Voucher 50 Euro wert. So viel kostet der Einkauf in die Lounge sonst mit Geld. Das sind dann schon 100 Euro, dann hast du auch schon fast den Jahresbeitrag drin. Das kann man dann machen. Also es ist bei der Miles & More Karte kann man das für das erste Jahr über den Willkommensbonus und den ein oder anderen Vorteil, glaube ich, eher rechtfertigen. Und vielleicht würde das dann auch einen dazu bewegen, die noch länger zu halten. Aber im Grunde genommen sind beides dafür, dass es Premium als Premium-Produkte verkauft werden, sind die Leistungen bei beiden relativ dünn, sodass ich bei beiden mir nicht so richtig vorstellen kann, warum ich die länger als ein Jahr halten sollte. Okay, das ist so, kann man einfach so sagen. Also so richtig Premium ist es nicht. Es ist irgendwie zwischen den Stühlen, habe ich den Eindruck. Beide Karten sind so, ja, also wer weiß, was er tut, kann das gerne machen. Und vor allem bei dem Rekordwillkommensbonus, Kai, willst du deinen noch nicht laminierten Zettel nochmal hochhalten? Bei dem Rekordwillkommensbonus, der lohnt sich tatsächlich zurzeit, wie wir jetzt auch dargestellt haben. Aber das ist nicht wegen den tollen sonstigen Vorteilen, die Amex mitbringt, sondern eben wegen des Rekordbonus. Heißt es doch eigentlich, oder ist es doch der Genitiv oder ist es der Dativ? Ja, der Genitiv. Kai, Genitiv, ich weiß es nicht. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, auch diesmal Genitiv wieder. Genitiv ins Wasser, sonst wirst du nass. So sieht es nämlich aus. Kaffee bestellen nicht vergessen, wir nehmen alle Tassen, wir trinken demnächst auch wieder live Kaffee hier im Podcast. Und natürlich sehr gerne, wenn du noch nicht Mitglied bist, unbedingt Mitglied werden bei uns, weil wir dort immer mehr extra Videos, extra Premium-Videos hochladen auf unseren YouTube-Kanal für unsere Platin-Mitglieder. Und ansonsten sage ich einfach alle Grüße, ciao, ciao und tschüss Kai. Tschüss.